Herzlich willkommen zu einem neuen Quickie heute. Können auch Tiere Muskelkater bekommen? Los geht's. Ja, denn Aufbau und Funktionsweise der Muskeln sind bei allen Säugetieren und Menschen gleich. Sie bestehen aus elastischen Fasern, die bei ungewohnter Beanspruchung feine Risse bekommen können. Dadurch entstehen die Schmerzen, zu denen wir Muskelkater sagen. Chemische Prozesse im Gewebe, wie zum Beispiel die fälschlich oft angenommene Übersäuerung, haben damit nichts zu tun. Und dieselben Mikrorisse können auch bei Tieren drohen. Wilde aber dürften nach Ansicht von Zoologen kaum betroffen sein. Für sie, wie auch für den Gepard, als schnellstes Tier der Welt, gehört es zum normalen Alltag, auch mal einen Sprint einzulegen. Bis zu 120 Stundenkilometer schafft er dann. Wer seinem sonst eher faul im Körbchen liegenden Hund Ähnliches zumutet, wird ihm aber garantiert Muskelkater bescheren. Ist der da, gilt übrigens bei Tieren dasselbe wie bei Menschen. Der Schmerz verschwindet nicht durch weiteres Training, sondern verschlimmert sich. Erstmal müssen die Mikrorisse in Ruhe heilen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video, lasst eine Bewertung da und tschüss, danke.